Und damit willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play, beziehungsweise willkommen zurück zu Callisto Protocol. Und ihr habt es bereits gesehen, ich habe mir den Season Pass geholt und habe jetzt die ganzen Sachen freigeschaltet. Aber warum ich das jetzt erst gemacht habe, ja, also es ist jetzt sehr lange her, dass ich das gespielt habe. Also wirklich quasi zum Release bis hin zum Abschluss vom Let's Play, wer die Folgen gesehen hat. Und ja, wer es gesehen hat, weiß auch, wie lange das jetzt mittlerweile her ist. Und seither habe ich dieses Spiel nicht mehr angefasst, aus Gründen. Und nun ist es soweit, heute offiziell, heute zum 27.06. ist offiziell der Release für das große DLC gekommen, was quasi eine weitere Geschichte erzählt in der ganzen Story. Und ja, die Geschichte natürlich letzte Übertragung. Und ich freue mich schon drauf, was uns hier erwartet. Und ich habe die anderen Modis, ne, wie ihr schon gesehen habt, nicht gespielt. Denn ich wollte wirklich auf das letzte Story-DLC warten, weil ich finde so Story-DLCs meiner Meinung nach richtig gut. Ich habe diese anderen Season Story-Teile, also die anderen DLCs gesehen. Und ja, das war jetzt nicht so meins, wo ich sage, Mensch, das musst du jetzt mit aufnehmen. Aber ja, wir spielen, wie gesagt, die letzte Übertragung. Es müsste, also ich habe mich jetzt nicht groß durchgelesen, aber ich vermute mal, es spielt am Ende vom Hauptspiel. Ne, am Ende sind wir ja, nachdem wir diesen gegen diesen Rignissen Big Boss-Typen da gekämpft haben, der sehr infiziert war, ist es uns nicht wirklich gelungen zu entkommen, denn unsere Mitstreiterin konnte entkommen. Wir haben sie quasi gesaved, indem wir ihr Gegenmittel gegeben haben. Und ja, ne, sie ist entkommen, wir sind quasi zurückgeblieben und haben allerdings dann einen Hinweis bekommen von dem Doktor, der gesagt hat, es gibt noch Hoffnung, irgend sowas in der Art. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt nochmal ein Recap geben wird von dem Hauptstory-Spiel, aber ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Letzte Übertragung, let's go. Ich würde sagen, wir bleiben bei dem Mittelsicherheitsgrad, weil Hochsicherheitsgrad, also wer es gesehen hat, weiß, ich bin nicht wirklich in der Hinsicht nicht so gut gewandt und ich weiß auch nicht, ob ihr sehen wollt, wie ich tausendmal jetzt hier an einem Boss oder an einem Gegner sterbe. Gut, bei anderen Spielen ist das wieder was anderes. Wer weiß, was ich damit meine, ne? Aber ich würde sagen, wir machen auf Mittel und ja, let's go. Also, ja, Kalibrierung braucht man nicht, perfekt. Was? Gespeichertes Spiel, automatisch speichern. Set Shaker-Preise mit den Standardwaffen fort, überträgt keine Waffenverpässe. Neues Spiel, Callisto starten. Oh. Will er ein abgeschlossenes gespeichertes Spiel aus dem Waffenverbesserung Callisto Credits übertragen oder will er das Spiel neu? Ah, okay. Ich würde sagen, wir machen mit unserem Speicherstand weiter. Also ihr seht's, ne? Der 18.12. ist schon eine Weile her, ne? Und ja, am 27.06. hatte ich mich noch mal ein wenig reingespielt, aber nee, Quatsch, das ist ja heute. Ja. Also, ne, ihr seht jetzt ab 18.12. haben wir das letzte Mal gespielt. Und ja, jetzt würde ich aber sagen, auf geht's.
Max nervt mich wegen dieser Europafahrten. Wir haben solche Aufträge öfter erledigt. Weiß nicht, warum er sich jetzt plötzlich daran stört. Mayday, Mayday, Mayday! Hier ist UCG Charon! Kehren zurück nach Callisto! Nimm ihn mit! Hey! Was soll das? Ich hab nichts getan! Ich bin Dr. Caitlin Mahler und gemäß Artikel 412 der UJC-Strafvollzugsordnung wird Ihnen ein Core-Gerät eingesetzt. Was zur Hölle geht hier vor? Da hinten, da war was. Hat mich angegriffen. Und das war sicher kein Mensch. Aber ein Ausbruch. Vor 75 Jahren. Genau wie das, was im Gefängnis passiert. Sie töteten alle, um es einzudämmen. Das sind keine Unfälle. Das ist immer gleich. Arkas, Black Iron, Europa. Hier geht's nicht ums Fliehen, Jacob. Nicht mehr. Worum geht es? Um Antworten. Bald wird sich alles aufklären. Ihr Chor ist jetzt mit ihrem verbunden. Oder wird es sein? Der Sync-Prozess läuft noch. Europa war kein Terroranschlag. Jacob? Was hast du da? Was wir hier haben, geht uns nichts an. Komm jetzt. Auf uns wartet Arbeit. Ich hätte es stoppen können. Hab's aber nicht. Und was ist mit Ihnen? Ich war an all dem hier beteiligt. Ich kann nicht entkommen. Ich gehöre nach Black Iron. Da ist er ja. Der Überlebende. Geben Sie mir das verdammte Gegengift! Ich lasse Sie nicht sterben! Sie sind nicht so unschuldig, wie Sie sagen. Sie haben gezeigt, dass Sie zu allem bereit sind, um Ihr Überleben zu sichern. Du hast nicht auf mich gehört. Es tut mir leid. Alles. Ich gehöre hierher. Tu das nicht! Entscheidungen. Ihre Entscheidungen haben sie hergebracht. An diesen Ort. Jacob! Vielleicht können wir doch entkommen. Aber ich werde deine Hilfe brauchen. Willkommen in der Haftanstalt Black Iron. Jacob! Hören Sie mich! Aufwachen! Jacob! Was? Wo bin ich? Egal! Setzen Sie sich in Bewegung! Mein Labor ist da! Dann erkläre ich es. Oh Gott. Oh, scheiße. Oh Gott. Ah. Hilfe. Ich hab keine Ahnung, wie das jetzt funktioniert hier. Oh. Ah, fuck. Nein. Ah, Hilfe, ich will nichts. Ja, ich sterbe. Okay, ich glaube, wir sollten rennen. Ich bin gleich wieder... Scheiße! Stirb doch einfach! Mann! Stirb, du Sack!
Schaffe ich das? Ach du Scheiße, Exploder. Ja, komm. Alter. Sag mal, wollen die mich rollen? Ich komm. Ja, gut. Es fängt halt wirklich schon sehr gut an, ne? Es tut mir jetzt schon leid, dass das so anfängt. Junge, Junge, Junge. Okay, also zwei Typen kommen, ausweichen, zuschlagen. Also man merkt, ich habe keine Ahnung, wie man was macht. Aber gut, Ladebalken ist halt immer noch sehr amüsant. Ach Scheiße. Okay, das war das. Oh, sehr schön. Aber die kommen jetzt hin. Bewegen Sie sich, Jacob. Sei ruhig. Ja, und damit willkommen zurück zu Let's Play The Callisto Protocol, letzte Übertragung. Und mein Gott, was ist das bitte schon für ein Start? Ja, halt die Backen, Mensch. Sei ruhig, ich muss ja erstmal wieder reinkommen. Ja, ein super Start. Ich fand's gut, dass wir ein Recap gekriegt haben, wie es bereits. Ja, halt doch mal die Backen. Ich muss hier wirklich erstmal kurz nachgucken, wie kann ich denn Hallo, ich will Waffen. Kann ich Waffen? Nee, hä? Bewegen Sie sich, Jacob. Stimmt doch mal. Ich muss erstmal gucken. Ah, okay, lade nach. So. Das ist. Ah, drauftreten. Sehr schön. Credits, geil. Okay, 4 Schuss haben wir. Ich finde es gut, dass dieser Typ sich nicht verwandelt hat. Leben 35, das ist gut. Ja, ja, ich gucke mich nur mal um, ne? Also ganz ruhig. Ich muss wirklich erstmal wieder reinkommen. Die netten Exploder. Man kennt sie, man liebt sie, man hasst sie. Es sind sehr viele von ihnen, verdammt. Oh Gott, Alter, wie viele sind denn das? Nein, scheiße, warte mal. Ah, wie macht man das? Hilfe. Oh, wenn ich jetzt wieder sterbe, ne? Ich sag's. Ja, komm mal. Scheiße, warte mal. Ja. Nein. Okay, ist egal. Ist alle da. Ja, komm. Noch mehr. Hä?
Jetzt ist aber gut, ne? Ich muss mich erstmal heilen. Habe ich überhaupt noch was zum Heilen? Schmuggelware, Paket, verschiedene Hightech-Ersatzteile verkaufen. Ah, okay, cool. Energieumwandler können wir, glaube ich, verkaufen. Wie gesagt, ich bin nicht mehr im Spiel drin. Verdammt, warte mal. War das das? Nein. Kann ich denn? Nein, Mann. Oh, Junge. Das Spiel macht mich jetzt schon wieder fertig. So, jetzt. Nachladen. Sehr gut. Okay. Kommt der raus? Nein. Okay, wir müssen rennen. Wir müssen rennen und versuchen, dass wir nicht auf so einen Mist einfahren. Ah, Scheiße. Oh Gott. Nein! Ja, genau. Okay, immer nachtreten, um zu testen, ob die wirklich tot sind, ne? Ganz wichtig. Okay. Gut, das lief ja interessant. So, Heilung ist das, ne? Rein damit. Nutzen. So, sehr gut. Wow! Nein! Nicht du! Nicht du! Scheiße. Ja, komm mal. Nein, warte, ich hab falsch. Oh, Junge. Das würde mir bei einem anderen Spiel nicht passieren. Okay, das muss reichen. So, okay, also Waffen haben wir. Wechseln, sehr schön, nachladen. Ach, Junge. Wie ich es vermisst habe. Hey, geil, es geht wieder los. Was ist mit Ferris passiert? Warum kann ich mich nicht erinnern, wie ich hierher gekommen bin? Dissoziative Amnesie. Ihr Geist schützt sich selbst. Beeilen Sie sich. Ich verspreche, bald wird sich alles aufklären. Okay. Bald wird sich alles aufklären, sagst du. Aber man muss sagen, ich bin jetzt schon nur vom, ne, ich hab's höchstens mal gesehen, wieder mal, wie es aussieht. Und vom Ausweichen her lief es relativ gut. Kommt jetzt gleich so ein riesen Big Daddy Movement? Die Tür zu meinem Labor ist offline. Sie müssen sie von dort aus öffnen. Lokalisiere Sicherung, um die Tür zu entriegeln. Ja, nee, ist klar. So, hier brauchen wir die Sicherung, genau. Okay, gut, dann wollen wir mal. Ich glaube, hier wird es gleich richtig böse werden. Ach, das sieht doch schon wieder so bescheiden aus. Hallo? Boah, Alter. Junge. Okay, aber ist das jetzt? Aber die Station ist doch explodiert. Zumindest die eine, die wir da gesehen hatten.
Dachte ich zumindest. Das ist jetzt der falsche Weg. Muss ich hier lang? Nein, da lang? Wo muss ich hin? Hallo, haha, ja, nee, dachte ich. Okay, cool. Achso, ich muss. Nee, oder? Kann ich Knöpfchen drücken? Nein, kann ich nicht. Gut. So, hab's. Oh Gott, ich weiß gar nicht mal, wie die Fähigkeiten funktionieren. Also diese Stasis-Gedöns da. Oh ja, ich sehe schon. Du willst mir jetzt nicht sagen, dass die alle wach werden. Hä? Come on. Na bitte, geht doch. Ich muss üben. Scheiße. So, sehr gut, hab geübt. Das wird doch ein Zuckerschlecken. Oh yeah, Baby. Alpha. Hast du mich aber? Hast du mich aber? Nein, auf. Lasst mich in Ruhe, ihr kleinen Kackhunde. Ich will testen, ob das geht. Aua. Natürlich funktioniert es nicht, wenn da einer rumrennt, ne? Oh, das war... Okay, gut. Also, wir haben die Möglichkeit. Gut. Wir können... Kann ich die alle einzeln niedermähen? Die Frage ist halt, steht der Typ wieder auf? Also ist der Typ jetzt wieder da, der da liegt? Oder ist das jetzt nach dem Entnahme der Zelle? Mal gucken. Aber es war so logisch, ne? Du siehst den Raum mit den ganzen Körpern dort rumliegen und denkst du so, okay, das passt ja perfekt. Oh, okay, das ist hier gesaved. Ja, das nehme ich gerne entgegen, ne? Achtung. Aber zieh dir das mal rein, du nimmst das und zack, sofort auferstanden aus dem Nichts und bereit aufs Maul zu kriegen in Dutzend billiger Manier. Scheiße. Ja, natürlich. Oh Gott. Deswegen spiele ich es nicht auf Hochsicherheitsrisiko, sondern eher auf Mittel. Weil sowas wollt ihr nicht sehen, wenn ich da 20 Mal an so einer Stelle sterbe. Das kann ich und will ich keinem antun. Aber ja, gut. Wir wissen Bescheid. Wir rennen weg. Wir rennen, kriegen aufs Maul, rennen weiter. Aber ja, die haben sich schon mal was dafür einfallen lassen, ne? Mal gucken, ob ich es hinbekomme. Ohne in Panik zu geraten, sondern einfach nur durchrushen.
wenn möglich. Weil mit der halben Lebenssache ist das schon ein bisschen. Naja. So, und abfort. Und los. Ach du Sau. Was? Nee, Moment, Moment, was? Moment, Moment, Moment. Moment. Hä? Moment. Ist das der Typ, den ich gerade umgeboxt habe? Ist das der Typ, den ich eigentlich umgehauen habe? Warum ist er wieder da? Okay, das finde ich jetzt nicht gut. Warum habe ich mir dann die Mühe gemacht, den Typen vorher schon umgeboxt, wenn der eh wieder aufsteht? Also da liegt. Oder war das ein anderer? Ja, das ist der Typ. Alter. Dankeschön. So, und jetzt aber. Scheiße, scheiße, warum? Oh Gott. Alter, wie viele sind denn das? Ja gut, es ist halt der ganze Raum, ne? Es waren halt wirklich viele. Muss ich den Typen nochmal niedermachen? Das verstehe ich nicht. Warum ist der Typ wieder da? Warum liegt er da?